Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Amnesia. Wir müssen hier auf jeden Fall ganz schnell etwas finden, womit wir hier Säure abfüllen können. Das müssen wir auch noch gucken. Da habe ich mir noch nichts Passendes gefunden. Also entweder ist hier irgendwas in der Küche, was ich übersehe. Ja, nicht ins Feuer fassen. Nicht ins Feuer fassen, was ich übersehen habe. Könnte durchaus sein. Aber ich glaube eher weniger, weil ich sehe hier absolut nichts. Deswegen müssen wir jetzt wieder runter und hoffen, dass wir jetzt irgendwo zufällig dann darauf stoßen, dass für das darauf stoßen. Warte mal, hier können wir auch noch rechts rum. Ich glaube, da gehen wir jetzt auch nochmal hin. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir hier schon waren, denn hier ist eine Tür zu. Nein, nein, nein. Hier können wir nicht lang. Genau. Hier war die zu Tür, stimmt. Entschuldigung, mein Fehler. Und zack, dann gehen wir wieder hier hoch. Ich hoffe mal, dass unser Best Friend hier gleich nicht wieder irgendwo auftaucht. Ich würde es. Ah, Fahrzeuge haben wir noch 5. Also noch ein bisschen sparsam sein. Zellentrag 3, genau. Lagerraum. Hier war die aufgebrochene Tür, richtig. Ja, hier war auch schon ein Eimer. Seht ihr, habe ich schon längst übersehen. Aber den können wir nicht benutzen, habe ich schon geguckt. Hier haben wir auch nichts gefunden, womit wir das abfüllen könnten. Oh, ich glaube, unser Kollege ist wieder ein bisschen in der Nähe. Ja, weil irgendwie hat gerade wieder unser Herz ein bisschen pulsiert. Lass uns mal gucken, nicht, dass der uns hier gleich wieder irgendwo überrascht. Hier ist auch nichts drin. Okay, hier geht es auch nicht weiter. Das ist schon mal gut. Können wir uns jetzt nicht so sehr verlaufen. Da ist so eine Wendeltreppe. Ich weiß gar nicht, wie wir da genau hingucken. Komm. Müssen wir gleich mal versuchen. Vielleicht gibt es da noch einen Weg. Die Tür da müssen wir offen kriegen. Dass das Schloss mir nicht beschädigt. Hier. Steht dann da. Schlechter Zustand. Genau. Und da müssen wir dann mal gucken, wie wir da reinkommen. Irgendwo müsste also ein Behälter sein. Boah, das hat so geplätschert hinter uns. Ich dachte jetzt gerade, da wäre etwas. Das waren aber unsere eigenen Fußgeräusche. So, und hier war ein heiles Schloss. Da können wir nichts mit machen. Hier wurden wir schon einmal verfolgt. Hier ist auch nichts. Überhaupt nichts. Nichts, nichts. Hier ist eine zuhe Tür. Da kommen wir auch nirgendwo hin. Alles klar. Dann müssen wir mal gucken. Gucken, gucken, gucken. So, wir waren jetzt hier. Genau. Dann geht es hier auch nur weiter nach links. Da haben wir nämlich jetzt auch alles abgesucht. Da will ich hin irgendwie. Aber da gibt es irgendwie keinen Weg hin. So, hier geht es eigentlich nur wieder zurück. Richtig? Richtig, hier geht es nur wieder zurück. Das heißt, eigentlich kann der Behälter nur irgendwo hier sein. Aber wie gesagt, hier habe ich noch nichts gefunden. Oh, hier habe ich ja was übersehen. Eine Zünderbüchse, sehr gut. Die kann man immer gut gebrauchen. Aber. Ich weiß nicht genau. Was haben wir hier? Lagerraum. Ja, wir müssen bestimmt im Lagerraum. Und hier ist das Heil. Genau, das ist das heile Schloss. Okay, also da so kommt man also um das Schloss herum. Ja, und hier waren wir auf keinen Fall. Ja, und hier wird es bestimmt auch das unseren Behälter geben. Okay, hier ist Licht an, das ist schon mal gut. Hier jetzt erstmal die Tür ein bisschen zumachen. Hier haben wir eine Truhe, aber da ist nichts drin. Und hier haben wir unseren Behälter. So, wir hätten das vielleicht erst später aufsammeln sollen, weil meistens geschieht ja dann immer irgendwas. Aber alles gut. Okay, Zünderbüchse. Müll. Hier hinten haben wir auch nichts mehr rumliegen. Alles absuchen. Gut. Huch. Okay, dann vorsichtig wieder zurück. Ich ahne oder befürchte Schlimmes. Weil jetzt ist bestimmt unser Kollege hier wieder da. Ja, wie zu erwarten, ist er jetzt wieder da. Gucken wir mal vorsichtig durch. Und gucken, ob der da reinkommt. Ich glaube, er hat uns nicht gesehen. Gucken wir mal, ob wir dann da wieder rauskommen. Ja, er scheint nicht da zu sein. Ja.
Alles klar. Weiter geht's. Weiter geht's. Schön, gemächlich. Alle Zeit der Welt. Ich denke mal, hier in den Räumen wird er nicht drin sein. Küche. Wir müssen zurück in die Küche. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt hier links. Das heißt... Jetzt auch wieder links. Alles klar. Noch leben wir. Da geht's dann jetzt auch wieder links. Alles gut. Oha. Oha. Ich will hier endlich raus. Da geht's hoch. Aber noch nicht in Sicherheit wiegen. Okay. Das sieht bis jetzt echt gut aus. Und einfach nicht umdrehen. Einfach nicht umdrehen. Einfach schön weiterlaufen. Uns kann uns hier nichts passieren. Oh, ich habe mich umgedreht. Ich wusste es. Achso, wir müssen ja auch gleich... Da kommt unser Freund. Der ist schön hinter uns einfach mal schön aufgetaucht. Aber kein Problem. Wir verstecken uns jetzt hier. Na, kommt da rein. Ja, da kommt er. Alles klar. Schön verstecken. Nicht zu uns gucken. Und auch nicht angucken. Du kannst mir nichts tun. Ja, schön wieder gehen. Feines Baby. Feines Baby. Tschüss. Tschüss. Genau, schön abhauen. Das ist doch mal ein netter Besuch. Immer schön zeitig gehen. Gar kein Problem. So, Behälter nehmen. Abfüllen. So, jetzt kommen wir bloß nicht wieder zurück. Genau, tschüss. Geh weiter. Geh weiter. Oh, guck dich diesen sexy Arsch an. Oh. Geil. Ja, alles klar. Wir haben den Behälter. Wir müssen jetzt das Schloss aufknacken gehen. Das war dann wohl am Lagerraum. Ne, irgendwo da auf dem Weg. Oder war das jetzt hier schon links? Ne, ne. Moment. Orientierung. Da brauchen wir nicht, oder? Nein, da brauchen wir nicht. Ja, Alexander, ganz ruhig bleiben. Muss nicht durchdrehen. Gut, hier ist auch alles in Ordnung. Alles gut. Auch alles sicher. Vorsichtig. Ja. Schön. Lagerraum. Ich glaube, wir mussten hier lang, oder? Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Nee, noch weiter. Ich glaube, da mussten wir lang. Ich glaube, da war es. Genau, hier war das. Säure. Hammermeißel. Kaputt. Unser Freund kommt, glaube ich. Ja. Aber du kommst da nicht durch, oder? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Wir gehen einfach mal weiter, ne? Oha. Ja. Wir sind raus. Das Geräusch hört nicht auf. Ah doch, jetzt auf. Jetzt sind wir irgendwo in der Zisterne oder so. Ich habe es jetzt nicht schnell genug lesen können. So you used the drain sewers as a means of transport. Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we won't be using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Ja, Alexander hat es jetzt hier nochmal schön erklärt. Wir sind jetzt gerade in der Kanalisation. Und... Boah. Sind groß.
Und hier wachsen wohl irgendwelche giftigen Pilze. Ich bin mal gespannt, ob wir damit auch noch was ein bisschen kennenlernen oder irgendwie uns noch... Was ist das denn? Oh, warum? Was für eine Kanalisation ist das denn? Also wir haben hier schon mal einen Hebel. Wir haben ein großes Tor. Wir haben hier noch ein paar weitere Räume. Wir haben hier sehr, sehr dreckiges Wasser. Aber ich hoffe mal, dass unser Freund hier jetzt erstmal ein bisschen von uns ablässt. So, ich lasse jetzt mal hier den Hebel runter. Ich denke mal, dass dann bestimmt der Hebel klemmt. Das muss etwas Öl. Ja, alles klar. Wir haben noch einen Behälter da vorne. Da haben wir auch Öl. Zumindest sehr dreckiges Wasser. Ich würde mal sagen, das ist Öl. Das heißt, das nehmen wir uns dann mal mit hier. Hat funktioniert. Glas mit Öl. Und zack. Den Hebel. Einölen. Leiter. Nochmal. Stimmt, ne? Nochmal ein bisschen kräftiger. Komm. Ja, nochmal. Und nochmal, komm. Jetzt kommen wir nach oben. Okay, aber ich gucke trotzdem nochmal weiter, ob wir hier durch das Tor kommen. Der Tür rührt sich nicht. Oder sie rührt sich nicht. War ja zu denken. Okay, hier haben wir wieder Wasser. Und hier müssen wir tauchen, wie es aussieht. Wie weit kann ich denn hier das Wasser anmachen? Also, er will es noch nicht mal versuchen. Das Wasser ist zu tief, um sich durchzuquetschen. Okay, dann versuchen wir es auch nicht. Und gehen direkt da oben die Leiter hoch. Zack. Dam, 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 dam. Oh, oh. Schön, 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 schön. Und wir gehen hier weiter durch die nächste Tür und gucken mal, wo wir hinkommen. Steuerraum. Mal gucken. Mal gucken, was wir in diesem Steuerraum sollen. Alexander wusste, dass es eine Möglichkeit geben musste, um das Ritual zu beenden, bevor es zu spät war. Er musste seinen Freund zeigen, wie man die Lebensessenz gewinnen könnte. So viel war sicher. Ja, das sieht schon nach einem Steuerungsraum aus. Herbert, how did we find this place? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we plan. Tja, wir haben gefragt, wie wir hierhin gekommen sind, beziehungsweise wie Alexander diesen Ort gefunden hat, und er sagt, er hat eine Karte von einem alten Freund bekommen. Aber ich glaube, das war kein Freund, sondern er hat sie von ihm geklaut, beziehungsweise ihn auch ermordet. Aber das kann ich natürlich nicht beweisen, das ist nur eine Vermutung von mir. So, hier haben wir einen Raum. Hier haben wir ein Ventil. Da geht die Tür offen. Und auch langsam wieder zu. Okay. Haben wir auf der Seite auch eins? Ja, haben wir auch, okay. Und dann haben wir hier noch eine Tür. Das sind wahrscheinlich jetzt schöne Rätsel hier. Und hier habe ich, glaube ich, ein Teil, was wir noch irgendwo anlegen müssen später. Ich lege das mal in die Mitte des Raums. Das hat gerade so schön geleuchtet. Ich gehe mal von aus, dass es irgendwo müssen wir es noch ansetzen. Und hier haben wir sowas wie eine Falltür. Nee, das ist der Schatten. Gewichte. Eine Kerze. So, dann kann man Sachen hochziehen. Kann man hier vielleicht den Boden kaputt machen? Oh, jetzt ist es oben. Achso, das fällt gar nicht runter. Tja, so ist schöner. Ne, gucken wir es mal weiter. Hier haben wir nicht noch so ein Teil. Ich wette mit dir, das werden wir noch irgendwo gebrauchen. Ich leg das mal dahin. Das kommt dahin. Aber hier weiß ich auch noch nicht, was wir zu tun haben. Da haben wir noch eine Zünderbüchse. Nimm mit. Sehr gut. Okay, dann machen wir das nochmal hoch. Gehen mal durch und gucken, was auf der anderen Seite so ist. Nichts. Nichts. Aha. Also hier gibt es echt viele Räume und viele Hebel. Hölzerne Kurbel. Und hier haben wir ja einen schönen Hammer. Schön. Eine Zange, ein paar Rohre wieder. Aha, aha, aha.
Hebel. Das ist irgendein Zylinder, würde ich jetzt mal sagen. Oder eine Presse. Schwer zu sagen. Okay, gucken wir in die andere Tür nochmal rein. Hier haben wir schon wieder so ein Rohr. Und hier ist auch ein Zettel. Auch wir hätten hier sogar unter der Treppe gucken können. Ach, guck mal. Das müssen wir gleich in einem anderen Raum auch nochmal machen. Und wir lesen uns jetzt als erstes mal diesen Zettel durch. Da werden bestimmt so ein paar Hinweise drauf sein. So, alles klar. 13. Januar 1799. Maschine. Die Arbeit und das Wissen, die ich in diese Maschine gesteckte, werden von keinem Mann der Welt übertroffen. Ganze Generationen von Männern sind gestorben, seit ich zuerst versuchte, den Entwurf zu rekonstruieren. Denn ich beim Holzgerüst gefunden habe, die Grenzen dieser Welt habe meine Arbeit und Unglaubwürdigkeit erschwert. Unglaublich erschwert und mich gezwungen, dieses Ding fast 100-mal größer zu bauen als den empfindlichen Apparat, den es nachahmen sollte. Ganz zu schweigen von dem Strom des gezähmten Blitzes, ersetzt durch den Unterdruck gesetzten Dampf, der sich durch Rohre und Turbinen drückt. Ich schäme mich, wenn ich daran denke, was wohl der Erfinder von meinem Monstrum gedacht hätte, wo er mit einem Vergrößerungsglas arbeitete, um alle Teile so sorgsam aneinander zu setzen, brauchte ich 5 Männer, um einen Turm aus zusammengezimmerten Eisen zu errichten. Und kann nur hoffen, dass es auch nach annähernde Kraft einer Taschenuhr hat. Okay. Es soll eine Taschenuhr werden? Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir danach noch irgendwie auch sehen, was diese Maschine auswirkt. Wir haben hier noch so ein Rohr. Haben wir auch wieder eine Lampe, aber Licht brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich will das jetzt nicht verschwenden. Sagt mir alles noch gar nichts. Gehen wir mal in den letzten Raum rein. Oder eventuell letzten Raum. Eine Leiter oder eine Treppe ins Nichts oder ein Pausenraum, keine Ahnung. Was passiert, wenn ich hier eine Kerze anmache? Okay, ich dachte, vielleicht explodiert hier was. Wirklich viel erfahren wir hier nicht. Wir haben Rohre. Keine Hinweise darauf, wie wir die jetzt verwenden haben. Ich wollte hier noch unter der Leiter, unter der Treppe gucken. Nee, oh nee, ich glaube, hier war ich ja unter der Treppe. Drüben wollte ich unter der Treppe gucken. Schwierig. Schwierig. Das ist bestimmt gleich ganz einfach. Müssen wir mal gucken, was wir hier noch so für Hinweise kriegen. Nein, hier ist aber nichts drunter. Drehen wir das mal wieder nach oben. Zack. Rohre. Und warum geht dieses Tor immer wieder runter? Was für einen Sinn hat das? Und diese Gewichte. Was steht denn hier in unserem Journey? Okay, wir müssen das Wasser ablassen. Ja, schön. Wie können wir denn das Wasser ablassen? Bestimmt haben wir da irgendwelche Möglichkeiten vielleicht, da nochmal zu gucken. Da drüben kommen wir nicht hin. Da ist es zu. Da unten ging es nicht weiter. Also hier ist absolut nichts. Ach. Aha. Das ist blockiert hier. Okay. Also entweder habe ich das linke hier durch Zufall schon richtig gemacht. Aber ich gucke mir das jetzt mal an, was direkt hier drüben ist. Noch einmal ganz kurz. Der rote Fleck erschien plötzlich an den Wänden, als würden sie bluten. Er schrie voller Angst, als das Spektakel begann, um den blauen Schimmer zu löschen. Okay. Hier haben wir wieder Wasser. Ich bin mal gespannt,
Ob hier unsere komischen Wasserviecher, unsichtbaren Viecher wieder dabei sind. Ah, ja. You're conserving water from the spring. Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes. Like the drinking? Well, that too. But mostly to run different machines. Ah, like water mills. Exactly. Ja, als Alexander und Daniel hierher gelaufen sind, haben sie darüber gesprochen, warum das Wasser und so weiter, ja, und halt als Beförderungsmittel beziehungsweise als Antrieb für seine Maschinen, wie wir schon erfahren haben. Und ja, mal gucken wir direkt mal, ob das Monster hier wieder auftaucht. Nö, bis jetzt noch nichts. Aber wie es jetzt hier weitergeht, gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich würde sagen, wir sehen uns und haut rein. Ciao.